Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Heute möchte ich euch das neue Blackview Tab 9 vorstellen. Und zwar handelt es sich hierbei um ein 10 Zoll Tablet und ich würde sagen, direkt nach dem Intro legen wir los. Bis gleich. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Operation abgeschlossen. Gute Arbeit. Kommen wir noch ganz kurz hier zum Lieferumfang. Wir haben hier wie gesagt einmal das Tablet. Dann spendiert hier Blackview auch noch eine Hülle. Damit könnt ihr das Ganze dann auch schön aufstellen, wenn ihr jetzt hier keine Tastatur dazu kauft und könnt damit dann auch schön Filme schauen und streamen und dann auch auf dem Sofa gucken. Weiter gibt es hier ein USB-Typ-C Ladekabel wie auch ein Netzteil. Außerdem, was nicht ganz üblich ist, ihr bekommt sogar Kopfhörer hier mit dazu und eine SIM-Nadel. Die Kopfhörer habe ich noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich dazu auch nicht weiter irgendwas sagen. So, fangen wir an. Wir haben hier, wie gesagt, ein 10,1 Zoll Display in der Diagonale bei einer Auflösung von 1920x1200 Pixeln. Und zwar handelt es sich bei diesem Display um ein IPS-Display, das sich auch relativ gut bei Sonneneinstrahlung auch ablesen lässt und auch seitlich gibt es keinen Verlust beim Betrachtungswinkel und ihr habt immer stets ein gutes Bild, egal von welcher Seite ihr da drauf schaut und das ist gerade bei Streaming und so weiter auch sehr positiv. Die Rückseite des Tablets ist aus Aluminium, hier in meinem Fall in Grau und das fühlt sich auf jeden Fall auch sehr hochwertig an. Oben rechts seht ihr dann auch unsere Hauptkamera. Diese hat 13 Megapixel und außerdem auch einen Blitz. Zusätzlich befindet sich hier auf der oberen Seite ein 3,5 mm Klinkenanschluss und direkt daneben haben wir hier einen SIM-Karten-Slot. Das heißt, ihr könnt das Ganze hier auch mit einer SIM-Karte nutzen, damit telefonieren oder auch einfach eine SIM-Karte mit Datenpaketen reinmachen und könnt das Gerät dann einfach unterwegs nutzen. Als SIM-Karte könnt ihr hier oder müsst eine Nano-SIM-Karte nutzen. Zusätzlich könnt ihr hier sogar den Speicher um 128 GB erweitern per MicroSD-Karte und das zusätzlich zu den 64 GB Speicher, die hier auch schon drin verbaut sind. Auf der linken Seite haben wir hier einmal unseren Ein- und Ausschalter. Gleich daneben ist auch hier unsere Lautstärkewippe und Mikrofon. Und weiter unten befindet sich unser USB-Typ-C Anschluss, was ich auch sehr, sehr für erfreulich finde. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich in dem Fall hier nichts weiter. Aber ihr seht hier auch dieses Aluminium-Finish. Das sieht auf jeden Fall richtig edel aus und so fühlt es sich auch in der Hand an. Auf der unteren Seite befinden sich hier zwei Lautsprecherausgänge, also wir haben hier einen Stereo-Sound, außerdem hier in der Mitte, wie ihr sehen könnt, einen Dock-Anschluss für die Tastatur. Diese gibt es zusätzlich zu erwerben und ich finde in Kombination mit dem Tablet ist auf jeden Fall ein richtig cooles Gadget. Wir haben hier vorne auch eine 5 Megapixel Kamera, wie ihr sehen könnt. Das Bild ist wirklich sehr gut für das Tablet in diesem Preissegment und das eignet sich sehr gut, wie gesagt, hier auch für Videotelefonie, zum Skypen zum Beispiel und so weiter. Könnt ihr die Kamera wirklich sehr gut gebrauchen, auch gerade in der Pandemie hier für die Kinder zum Lernen in der Schule und so weiter. Bei den Meetings dabei zu sein, ist das Tablet wirklich sehr gut in Kombination auch mit der Tastatur. Könnt ihr damit echt was anfangen. Hier haben wir dann auch unsere Hauptkamera mit 13 Megapixel, ist eine Sony Kamera verbaut, laut Hersteller und ihr seht, sie macht auf jeden Fall hier auch einen sehr guten Eindruck. Wir haben hier HDR, außerdem könnt ihr hier den Blitz zuschalten, um auch hier in dunkleren Verhältnissen noch relativ gute Bilder zu machen. Natürlich kommt hier nicht an richtige Kameras heran. In dem Preissegment ist es aber auf jeden Fall eine der besten Kameras, die ich hier in einem Tablet in dem Preissegment von 200 € gesehen habe.
Und bis jetzt bin ich auf jeden Fall damit sehr zufrieden. Für einen schnellen Schnappschuss, wenn man gerade unterwegs ist, kann man das auf jeden Fall nutzen. Als Betriebssystem haben wir hier natürlich Android, hier in der Version 10. Außerdem wird das Tablet von einem Octa-Core-Prozessor mit 1,82 GHz hier befeuert, sage ich mal. Diesen unterstützen hier noch 4 GB RAM, wie gesagt 64 GB Speicher, wie ihr hier sehen könnt. Und genauer gesagt ist es hier ein Speedtrum T610 Prozessor und der betreibt hier das Tablet und sorgt auch für eine flotte Bedienung. Von den 64 GB Speicher bleiben euch ca. 52 GB zur Verfügung. Ich habe hier schon ein paar Spiele installiert, deswegen sind es hier jetzt auch etwas weniger. Und wie gesagt, das Ganze könnt ihr mit einer 128 GB MicroSD-Karte auch noch erweitern. Der Akku ist auch relativ groß. Wir haben hier 7480 mAh. Das reicht locker, um über den Tag durchzukommen. Je nach Nutzung natürlich, ob ihr spielt, Musik hört, Videos streamt und so weiter. Hier haben wir zum Beispiel jetzt noch 45% übrig und angegeben wird uns hier eine Dauer von 2 Tagen, was natürlich gerade hier so im Ruhemodus, sag ich mal, ohne dass ich ihn nutze, vielleicht hinkommt, aber wenn man nutzt und damit was macht, geht es natürlich auch schneller vonstatten, dass der Akku dann leer ist. 4 bis 5 Stunden könnt ihr auf jeden Fall damit Filme schauen, 6 Stunden sind vom Hersteller angegeben. Das gleiche gilt auch für Spielen. Bei Musik, je nachdem, wenn ihr das Display noch ausschaltet, könnt ihr das ungefähr bis zu 30 Stunden verwenden. Hier gibt der Hersteller 38 Stunden an. Wie gesagt, je nachdem, wie ihr das Ganze nutzt, das Tablet. Standby schafft er hier laut Herstellerangaben 840 Stunden. Das habe ich jetzt nicht getestet. Aber wie gesagt, ihr kommt mit dem Tablet locker über einen Tag durch bei normaler Nutzung. Im Wi-Fi-Netz surft ihr hier bei 2,4 GHz Netzen sowie auch 5 GHz Netze werden hier von dem Tablet unterstützt. Dadurch, dass ihr auch hier eine SIM-Karte nutzen könnt, die 4G unterstützt, das heißt LTE, seid ihr auch unterwegs immer auf der sicheren Seite und surft auch im sehr schnellen Internet. Natürlich haben wir hier auch Bluetooth 5.0 am Start, sowie auch GPS und GLONASS, außerdem auch Beidou oder sowas, so ähnlich, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, ist hier mit an Bord. Also ihr habt hier auf jeden Fall eine Menge an Specs, die das Tablet hier bietet für den alltäglichen Gebrauch. Es gibt aber auch natürlich noch mehrere Anschlussmöglichkeiten oder auch hier Nutzungsmöglichkeiten, zum Beispiel hier das Bluetooth Tethering. Damit könnt ihr Internetverbindungen herstellen, für andere Geräte bereitstellen, sage ich mal. Und ihr könnt natürlich auch einen Hotspot einrichten. Natürlich könnt ihr auch hier links, wie ihr sehen könnt, haben wir hier ein SIM-Karten Datenvolumenmanagement. Hier könnt ihr das einstellen, wie viel Daten von welcher SIM-Karte hier verbraucht werden dürfen, und das könnt ihr hier auch alles einsehen und einstellen. Es sind natürlich auch schon viele Google Apps und auch Standard Apps hier vorinstalliert. Natürlich haben wir hier auch einen Play Store, wo ihr euch noch weitere Apps herunterladen könnt. Hier auch mal die Lautsprecher, damit ihr das hören könnt. Das ist jetzt auch volle Lautstärke. Klingen wirklich relativ gut. Also ich habe auch da viel schlechtere Lautsprecher gehört. Die klingen wirklich gut mit einem guten Volumen und damit kann man auch locker Serien oder auch, wie ich hier jetzt gerade gesehen habe und gehört habe,
auch Musik hören und streamen. Hier auch mal eine Runde zocken. Darüber. Jawohl, einer weniger. Oder auch hier mal eine Runde PUBG. So, hier die Stadtsequenz. Jetzt bin ich hier irgendwo gelandet, wo ich keine Waffen finde. Ist natürlich super. Oh scheiße, ja toll. Jetzt werde ich hier schon gleich abgeschossen. Ich habe leider nichts um zu erwidern, bis auf eine Granate. Da bist du. Wirf. Ja, super. Alter, aber jetzt hau ich dich. Hey, sogar mit Waffe hast du mir nicht erwischen können. Nee, du rennst mir hier nicht weg. So, danke. Jetzt habe ich dein Zeug hier. Aufheben. Ja, wie ihr seht, das Spiel läuft und ihr könnt das auf jeden Fall zocken. Ist halt alles eine Gewohnheitssache hier. Und wie gesagt, ich muss hier aufnehmen und sehe auch eigentlich gar nicht, was ich hier, ob ich hier noch im Bild in der Aufnahme bin. Und ja, einfach nur mal hier als kleiner Vorgeschmack, damit ihr seht, dass ihr hier relativ viele Spiele auch spielen könnt. Und wie gesagt, teilweise ruckelfrei, ab und zu kleine Ruckler, je nach Spiel. Das hier ist auch auf jeden Fall aufwendiger als das letzte mit dem Autos und da kann es auf jeden Fall schon mal ruckeln. Ja, das war es jetzt auch eigentlich schon von dem Blackview Tab 9. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder sonstiges Wünsche, dass ich hier ausprobieren soll, sagt mir das einfach in den Kommentaren. Ich werde es natürlich versuchen, dann auch so schnell wie möglich zu beantworten und auszuprobieren und euch natürlich dann die Antwort dazu zu geben. Ja, ansonsten würde ich mich über ein Like und auch über ein Abo sehr freuen. Ich bin auch sehr stark am Überlegen, ob ich demnächst mal anfange hier mit Spielestreamen und so weiter. Nicht auf dem Tablet, eher auf dem PC. Mal gucken, wie sich das zeitlich ergeben lässt oder ob ich das auch zeitlich schaffe. Aber auf jeden Fall hätte ich richtig Bock drauf. Und ja, danke euch trotzdem hier fürs Zusehen, Leute. Das Ganze werde ich, wie gesagt, auch unten wie immer auch verlinken, bevor ich es vergesse. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal näher anschauen. Probiert es selber mal aus. Das Tablet ist auf jeden Fall das Geld wert. Ihr bekommt hier auf jeden Fall gute Ware für einen richtig fairen Preis. Danke nochmal, macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.